Wasser. Geil. Easy. Jule, easy. Lecker sieht es aus. Das erste frische Brot aus Sophie Hennes eigener Bäckerei. Ja. Kruste. Wenn sie gut geworden sind, dann ist es echt so richtig schön, weil man sich ja da 48 Stunden mit diesem Teig eigentlich beschäftigt hat, bis dann das Ergebnis wirklich sichtbar ist, weil man hofft ja immer nur, dass es passt. Die junge Bäckermeisterin will das beste Brot backen. Ihre Strategie dafür heißt Sauerteig. Und der stellt ganz schön hohe Ansprüche an die Bäcker. Viele Leute, die mit Sauerteig arbeiten, oder eigentlich alle, sagen ja immer, ja, der ist halt launisch manchmal, der Sauerteig. So. Doch die jungen Bäcker aus Stuttgart trauen sich. Rein muss Getreide, Wasser, Salz und alles andere braucht man halt eigentlich nicht. Brot pur. Das ist ihre Vision. Mit dem launischen Sauerteig und einer winzigen Bäckerei wagt sie den Sprung in die Selbstständigkeit. Ein mutiger Schritt in einer Zeit, in der ein Großteil aller Backwaren über Discounter und große Bäckereiketten verkauft werden. Oh, Jule, die sind wirklich gut. Die sind wirklich gut. Ob ihre Geschäftsidee aufgeht? Wir haben die junge Bäckermeisterin auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleitet. Stuttgart, Stadtmitte. Nach langer Suche hat Sophie Henne mit ihrem Mann Julius im angesagten Lehnviertel einen kleinen Ladenraum gefunden. Jetzt muss renoviert werden. Das Budget ist begrenzt. Tatsächlich war hier zuvor schon eine Bäckerei. Doch die beiden haben ihre eigenen Ideen, wie der Laden einmal aussehen soll. Wir wollen ja, dass man hier später mal in der Backstube steht. Deswegen kommt auch direkt, wenn der Kunde reinkommt, wird da direkt der Ofen stehen. Und wir wollen auch direkt hier arbeiten können, im Prinzip im Tageslicht und so. Und die Deckenhöhe ist auch total schön. Das wollen wir irgendwie auch ausnutzen, weil dann haben wir einfach Platz zum Arbeiten. Ich glaube, ich finde es echt nicht so schlecht, weil wenn wir hier unseren Brotwagen haben, den schieben wir ja auch immer. Während die meisten Bäckereien ihre Produktion in die Gewerbegebiete auslagern, möchten die beiden Jungbäcker direkt vor den Augen ihrer Kunden backen. Ja, das war halt auch so ein bisschen ein Prozess. Ich glaube, wir haben uns auch... Sophie war in Kopenhagen, da einige Bäckereien gesehen. Wir waren in Paris zuletzt und da haben wir auch so ein bisschen Inspiration bekommen, dass man auch wirklich so einen kleinen Bereich den Kunden nur zumuten kann. Weil wir das eigentlich von Deutschland jetzt nicht gewohnt sind, dass man wirklich nur so wenig Platz hat, wenn man als Kunde reinkommt in eine Bäckerei. Aber je enger eine Stadt wird und je teurer der Quadratmeter wird, desto weniger Platz gibt es halt. Und da gibt es auch ganz innovative Konzepte, die mit wenig Platz auskommen. Die Theke stand eigentlich hier. So, und wir drehen das jetzt einmal um 90 Grad, sodass die Kunden so reinkommen und wir hier mehr Platz haben zum Backen und zum Arbeiten. Genau. In Hennes Bäckerei soll es ausschließlich Brot geben. Keine Brötchen, Brezeln, Kuchen oder Snacks. Und noch etwas wird anders sein als in den meisten Bäckereien. Sie werden nicht nachts, sondern tagsüber backen. Wir möchten eigentlich erst um 10 Uhr aufmachen, weil wir hauptsächlich Brot verkaufen. Und Brot ist ja schon so ein Mittags-Abends-Ding. Deswegen werden wir den ganzen Tag über backen. Einmal vormittags eine große Fuhre, dann so über den Tag verteilt und dann am Nachmittag nochmal. Sodass die Leute, wenn die abends kommen, auch nochmal so ein warmes Brot kriegen. Das finde ich irgendwie schon nochmal was besonders Magisches irgendwie, wenn man den Leuten wirklich warmes Brot geben kann. Das, ja. Erstmal müssen sie den Ursauerteig herstellen. Mikroorganismen aus der Raumluft halten diesen Teig ständig in Gärung. Der Ursauerteig dient als Triebmittel und soll in Hennes Backstube die industrielle Hefe ersetzen. Das ist ein Weizensauerteig. Genau. Das ist Floating. Und man sieht auch, dass der jetzt schwimmt. Das ist auch so ein Indikator, ob er reif genug ist. Wenn er genug Luftblasen hat, sozusagen, dann schwimmt er oben. Genau, und den tun wir jetzt schon mal mit dem Wasser vermischen und dann kommt das Mehl dazu. Seit Monaten experimentieren die beiden zu Hause in der Küche. Sie tüfteln an verschiedenen Rezepturen für den perfekten Ursauerteig. Der wird immer wieder mit Mehl und Wasser angereichert, damit er wachsen kann. Auffrischen und anfüttern, nennen die Profis das. Ja, kannst du mir vielleicht einen Teigschaber für die Hände nachher geben. Ein aufwendiges Prozedere. Es geht auch immer darum, die notwendigen Arbeitsschritte zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Sauerteig dominiert schon so den Rhythmus des Tages. Dann, man muss sich schon genau davor überlegen, kann ich das eigentlich heute machen oder habe ich irgendwelche anderen Vorhaben.
Genau. Die Mühe hat sich gelohnt. Sophie und Julius haben die 4 Ursauerteige entwickelt, mit denen sie arbeiten werden. 4 Sorten Brot soll es in ihrer Bäckerei geben. Mehr nicht. Und für jede Sorte gibt es einen eigenen Sauerteigansatz. Das sind tatsächlich so ein bisschen unsere Babys und da darf jetzt auch nichts mehr mit passieren, weil als Sauerteigbäckerei tut man sich schwer, wenn man dann keinen Sauerteig mehr hat. Genau. Und die entwickeln ja auch so eine eigene Dynamik und man hat die dann in der Aromatik, wie man es eben möchte. Und wenn man sich den jetzt von woanders herholt, dann muss man erstmal wieder, vergeht Zeit, bis der wieder so ist, wie man ihn gern haben möchte. In so einem Glas stecken ja neben dem Mehl und dem Wasser Millionen von Bakterien und wilden Hefen. Und das ist so ein bisschen wie Evolution im Schnellformat, weil die vermehren sich halt ständig. Ne? Wenn ich jetzt auch ein anderes Weizenmehl hier nehme, zum immer wieder anfüttern, dann verändern sich die Mikroorganismen auch. Und deswegen sagen wir immer, der ist jetzt halt so an unsere Verhältnisse, haben die sich angepasst. Und wenn wir jetzt wieder was anderes nehmen würden oder was kaufen würden oder so, dann würde das, glaube ich, sehr, sehr lang dauern, bis wir die wieder so haben, dass die ideal funktionieren unter den Bedingungen, die wir halt haben. Da hängt ja schon auch irgendwie viel Herzblut dran. Ich meine, wir haben jetzt den seit 2 Jahren und jetzt kurz vor so Start haben wir auch gesagt, das müssen wir echt schauen, dass wir die bei Laune halten. So. Und damit die Sauerteige bei Laune bleiben, nehmen sie die sogar mit in den Urlaub. Für ihre Leidenschaft, das Backen, hat Sophie ihr BWL-Studium an den Nagel gehängt und stattdessen eine Bäckerlehre und schließlich die Meisterprüfung gemacht. Ihr Ehemann Julius steigt jetzt mit in die Bäckerei ein. Eigentlich ist er Ingenieur. Bis vor kurzem hat er noch als Unternehmensberater gearbeitet. Es macht tatsächlich total Spaß, die auch zu sehen, wie die Teige sich entwickeln. Und man merkt schon, dieses Handwerkliche, so, das braucht so ein bisschen Erfahrung. Da bin ich auch noch deutlich, einfach noch nicht so, das können wir jetzt, die Sophie. Aber ja, man merkt, dass es immer besser läuft. Der Teig klebt nicht mehr an den Händen, sondern man weiß schon so ungefähr, wie man anfassen muss. Und genau, es wird immer besser. Die Backversuche in der Küche sind vielversprechend und bestärken Sophie in ihrem Entschluss, ausschließlich mit Sauerteig zu backen. Sauerteig kann ziemlich viel, das kann man gar nicht mit einem Wort beschreiben. Also Geschmack ist es auf jeden Fall natürlich, diese Tiefe. Sauerteig hält das Brot länger frisch. Sauerteig verhindert Schimmelbildung, weil diese leichte Säure das Brot vor Schimmel schützt. So basic, so einfach und trotzdem so genial. Von ihrem Produkt sind die beiden schon mal überzeugt. Jetzt muss es nur noch mit dem Laden klappen. Vielleicht mache ich noch nicht ganz fest. Ja. Ich lasse einfach mal so. Auf der Baustelle im Lehnviertel geht es voran. Und der Traum von der eigenen Sauerteigbäckerei nimmt Gestalt an. Ja, also es sieht irgendwie, es ist zu schlank. Sophie und Julius packen bei allem mit an. Sogar die Inneneinrichtung für den Laden haben sie nach ihren Vorstellungen selbst getischlert. Ja. Viele Geräte haben sie secondhand erstanden, wie den Teigkneter. Eine halbe Tonne wiegt das Teil und soll jetzt hinunter in die Backstube. Also geht einem schon richtig die Muffe, wenn der da auf einmal in die Zeilen hängt und man denkt, okay, wenn ich jetzt die Rätsche öffne, hoffentlich knallt er da jetzt nicht komplett auf den Boden und noch steht noch jemand dahinter oder so. Geschafft! Ja, sieht man was. Ja, danke, wirklich. Aber es war jetzt schon halt 6 Wochen am Stück, 7 Tage Arbeit, ne? Und ohne Pause und so. Also es war schon sehr viel Arbeit. Endlich ist die Backstube startklar und die beiden Jungbäcker können mit Probebacken beginnen. Jetzt muss ich zeigen, ob der selbstgezogene Ursauerteig unter Profibedingungen genauso gut funktioniert wie zu Hause in der Küche. 75 Unterhitze, 240 Oberhitze. Die größte Herausforderung ist der große Backofen. Temperaturen und Backzeiten für die Brote müssen an dieses neue Gerät angepasst werden. In wenigen Tagen möchten Sophie und Julius die Bäckerei eröffnen. Doch noch sind sie mit den Broten, die aus dem großen Ofen kommen, nicht besonders glücklich. Ja, das ist auch wieder nicht so gut geworden, wie gewünscht.
wir haben so ein bisschen Startschwierigkeiten irgendwie hier mit den Weizenbroten. Die anderen beiden haben wir eigentlich schon ganz gut hingekriegt, aber beim Weizenbrot ist irgendwie noch viel Potenzial nach oben, weil das, was hier so aufgeschnitten ist, das nennt man eigentlich Aufbund und den wollen wir eigentlich, dass der so richtig schön aufplatzt. Also, dass da eben so ein, dass der sich so aufhebt und das tut er ja jetzt gerade hier gar nicht. Also wird weiter Probe gebacken. Eigentlich könnte man ja auch ein bisschen Spaß haben dabei, gell, Juli? Da sind zwar kleine Rückschläge, aber Sophie und Julius bleiben von ihrem Sauerteig-Konzept überzeugt. Doch langsam läuft ihnen die Zeit davon. Denn wenn die Bäckerei erst einmal eröffnet ist, muss alles wie am Schnürchen klappen. Sie sind nur zu zweit und es muss gleichzeitig gebacken und verkauft werden. Gutes Timing ist gefragt. Sauerteig ist hochsensibel, er verzeiht keine Fehler. Mit den Weizenbroten läuft's noch nicht perfekt. Sophie und Julius variieren die Einstellungen am Ofen. Unterhitze, Oberhitze, Temperaturen, Dampf. Würdest du eigentlich erst später dampfen, oder was? Nee, dampfen, aber ja, es war halt so übelst viel Dampf. Ich glaube, das Einzige, was gut war, war gleich noch schnell aufmachen. Und nach vielen weiteren Versuchen scheint sich bei ihrem Weizenbrot endlich das zu tun, worauf die beiden bisher vergeblich gewartet haben. Cool, dass sie reißen. Yes. Aber guck mal, das, also hinten sieht man es am allermeisten, aber auch die anderen. Jule freut sich, ich sehe es richtig. Da freut sich einer. Die reißen. Richtig gut. Also besser wie alles davor. Ja. Das ist echt so verrückt. Endlich haben die Weizenbrote die gewünschte Kruste. Oh, Jule, die sind wirklich gut. Die sind wirklich gut. Schau dir mal den Glanz an da oben. Das ist eigentlich echt alles gut. Du siehst, wie die hier richtig scharf abbricht. Und an schön beiden dunkel Seiten. Ist auf beiden Seiten. Ja, yes, ist perfekt. Die Gläschen sind richtig nice. Die hatten wir so daheim auch nicht. Nee. Wenn jetzt noch die Krume schön luftig ist, dann wäre das Brot perfekt. Und ja, wie das abreißt, das ist schon wirklich super. Was für eine Erleichterung, ey. Es geht vielleicht doch. Vielleicht können wir am Montag doch aufmachen. Ja. Sophie setzt eine neue Charge Teig an. Der Ursauerteig dient als Triebmittel. Er bewirkt, dass der Teig aus Mehl und Wasser schön aufgeht. Mit Hefe ginge das zwar viel schneller und kontrollierter, doch der Sauerteig bringt mehr Geschmack. Außerdem soll das Sauerteigbrot bekömmlicher sein. Wir backen einfach auch mit Sauerteig, weil für uns ist es einfach so die einfachste Art, eigentlich Brot zu backen mit den wenigsten Zutaten. Also erstens mal ist es wie ein Vorteig. Ja, man könnte ja auch einen Hefevorteig machen, aber es ist halt nur Mehl, Wasser und Salz und mehr ist da nicht drin und da hat nichts von diesen drei Stoffen hat irgendeine Silo, also so einen Industrietank gesehen oder sowas, sondern es ist einfach die natürlichste Art und das ist natürlich, das kommt auch von früher. Im Gegensatz zu einem Hefeteig braucht der Sauerteig viele Stunden, um aufzugehen. Hat sich auf jeden Fall schon was getan hier. Ein paar Bubbles hat er schon. Und dazwischen immer wieder hätscheln und tätscheln. Der bekommt eben diese Zeit, um Aroma zu entfalten, aber auch, dass es sich die ganzen, dass sich die Mehlbestandteile aufspalten können schon mal. Und eine lange Teigführung geht eigentlich meistens dann über Nacht. Einmal geht noch. Diese lange Teigruhe bringt für die Sauerteigbäcker noch einen weiteren Vorteil. Die Teige können schon am Vortag gemacht werden und sie können durchschlafen. Keine Nachtarbeit wie in den anderen Bäckereien. Ich finde, früher war der Bäcker irgendwie, ja, der musste halt immer ranklotzen und alles. Und irgendwie war der kein Teil der Gesellschaft, auch weil er einfach immer nachts gearbeitet hat und tags eigentlich geschlafen hat. Und ich finde es jetzt eigentlich schön, wenn es einfach auch da einen Wandel gibt, dass du auch als Bäcker irgendwie am Leben teilhaben kannst und vielleicht auch eine Wertschätzung bekommst. Und ich glaube, es ist gerade auch so, dass es voll viele Leute gibt, die sich richtig über gutes Brot freuen.
Ausschließlich Biomehle möchten sie verwenden. Das haben sich Sophie und Julius geschworen. Die möchten sie von einer Biolanderzeugergemeinschaft in Hohenlohe beziehen. Die Jungbäcker aus Stuttgart treffen sich mit ihren künftigen Lieferanten vor Ort. Da, wo Brot genau genommen seinen Anfang nimmt. Auf dem Acker. Biolandwirt Michael Kümmerer erklärt den beiden, warum es in der biologischen Landwirtschaft ausgedehnte und abwechslungsreiche Fruchtfolgen braucht und wie wichtig ein gesunder Boden für eine nachhaltige Landwirtschaft ist. Darf auch gerne jeder mal ein Stückchen Erde nehmen und dran riechen. Gut, frisch. Na, Kartoffelkeller, oder? So viel ja, genau. Kartoffelkeller. Genau. Ja, genau, Kartoffelkeller, stimmt. Das ist echt Kartoffelkeller, stimmt. Die Klee hat relativ kleine, aber man sieht sie hier. Die weißen Boppel. Das ist nicht das, wo man sofort dran denkt. Wenn ich jetzt ein Stück Brot, wenn ich jetzt ein Brot kaufe oder einen Sack Mehl im Supermarkt oder so, dann denke ich ja eigentlich nicht hier dran. Und ich glaube, das sollte man viel mehr, weil das ist die Grundlage für alles. Und wenn der Boden hier und auch die Sorten nicht erhalten bleiben, dann wird halt auch das Mehl irgendwann immer schlechter. Und von daher, ich finde das, man muss öfters dann dahin fahren und sich das immer wieder vergegenwärtigen, dass da ganz viel Arbeit drin steckt. 5 Jahre, bis wieder der Weizen praktisch auf dem Feld wachsen kann. Die Erzeugergemeinschaft OBEC aus Schrotzberg berät und beliefert Biobäckereien. Und sie verarbeitet das eigene Getreide zu Mehl, Schrot und Körnern. Sophie und Julius möchten nur natürliche Zutaten in ihrer Backstube verwenden, also keine künstlichen Enzyme oder fertige Backmischungen. Deswegen suchen sie die Mehle, die zu ihrer Arbeitsweise passen. Biomehle entwickeln beim Backen teilweise andere Eigenschaften als konventionelle. Das müssen die Bäcker berücksichtigen. Wenn wir uns schon mal anschauen, wie das unterschiedlich ist. Und das ist jetzt dagegen der Weizenkleber. Der Eiweißgehalt von biologisch angebautem Weizen ist ungefähr 2% geringer als im konventionellen Landbau. Das kommt daher, dass man einfach nicht so viel Stickstoff düngen kann. Nichtsdestotrotz ist eben auch der Kleber hat eine andere Struktur. Diese starke Elastizität, die das Klebergerüst gut aufbauen kann, braucht zwar eine längere Zeit, um sich auszubilden, aber hat dann ein sehr stabiles Gerüst. Und so ist es möglich, auch mit dem geringeren prozentualen Anteil an Feuchtkleber sehr, sehr schöne Strukturen im Brot zu realisieren. Die Hohenloher Biolandwirte bauen auch alte Getreidesorten an. Das interessiert Sophie und Julius besonders. Für sie zählt vor allem Geschmack. Und damit können alte Sorten wie Oberkulmer Rotkorn oder der Waldstaudenroggen punkten. Das mit dem Waldstaudenroggen, das Roggenbrot, ja. Das ist der hier. Ah, super, jetzt sehen wir den mal im Ganzen. Da sieht man jetzt schon, das ist von der Farbe her ein bisschen anders, aber das ist nicht der wesentliche Unterschied. Der Waldstaudenroggen ist deutlich kleiner vom Korn her. Also es schmeckt sehr fein und ich habe einen Bäcker, die machen schon lang ein reines Waldstaudenroggenbrot. Und das ist, sagt es sogar, die Kinder fahren auf das ab. Ne? Ja. Und dann überrascht Sophie die Experten noch mit einer Kostprobe aus ihrer Backstube. Süßes Sauerteiggebäck, die Brioche. Eigentlich nicht möglich. Man muss sich mal vorstellen, das ist nur mit Sauerteig gelockert, ohne irgendwie eine Bäckerhefe dazu. Das ist der Hammer. Laut Lehrbuch nicht möglich, oder? Das ist das erste Mal, dass man Brioche mit so einem hohen Butter- und Zuckergehalt ohne Hefe lockern kann und nur mit Sauerteig, das ist eine Sensation für mich. Also man kann es immer noch besser machen und noch besser machen, aber so dieser ganze süße Bereich, was man da noch so mit Sauerteig machen kann, ich glaube, da stehen wir erst am Anfang. Und da kann man echt tolle Sachen machen und kriegt auch tolle Geschmäcker irgendwie. Zurück im Stuttgarter Süden. Auf die Sauerteig-Brioche ist Sophie besonders stolz. Normalerweise wird dieses Gebäck mit Hefe gelockert, denn der Teig enthält viel Butter, Eier und Zucker und ist deshalb besonders schwer. Da braucht es ein starkes Triebmittel, damit der luftig und locker wird. Sophie hat lange experimentiert, bis sie das mit Sauerteig hinbekommen hat. Das ist schon immer wieder faszinierend, weil ich das bis vor 1,5 Jahren irgendwie daran gezweifelt habe, dass das wirklich geht, dass man so süße, fettreiche Teige nur mit Sauerteig lockern kann. Und das gibt es einfach so
super selten und fast nie in Bäckereien, weil es einfach auch einen Aufwand bedeutet. Deswegen ist das schon so unser Produkt, wo am meisten Arbeit und Herzblut drin steckt. Und genau. Abnehmer für ihre süße Sauerteig-Brioche gibt es schon. Die Eiswerkstatt im Stuttgarter Westen. Heyo. Hi. Hallo Johannes. Wir haben wieder eine neue Brioche-Ladung für dich. Cool. Genau, dieses Mal mit verschiedenen Formen, so wie ihr gesagt habt. Cool, kann ich sie rausnehmen? Ja, nimm ruhig raus. Die Eiswerkstatt ist ebenfalls eine Neugründung zweier junger Foodies. Auch ihnen geht es um den besonderen Geschmack. Da passt Sophies Brioche. Hammer. Mega. Auch die Macher von der Eiswerkstatt setzen bei ihren Zutaten auf Bio. Künstliche Aromen und Zusatzstoffe sind für sie tabu. Eine Spezialität der Eiswerkstatt ist eine Art Eis-Sandwich. Und dafür brauchen sie die Brioche. Schoko. Schoko. Die zweite Sorte ist ein bisschen schwer. Das ist jetzt noch Mohn. Cool. Oh, geil. Sieht mega gut aus. Und dann würde ich es einfach so servieren. Eis in Brioche ist was Sizilianisches. Mein Kollege, der ja in Italien Eis machen gelernt hat, hat das in Sizilien kennengelernt. Okay. Es ist noch eine Nische, also wir müssen da schon noch ein bisschen Werbung für machen, aber vor allem, also wenn wir Italiener im Laden haben, die sind sofort Feuer und Flamme. Und ich glaube schon, dass das angenommen wird. Also ein hochwertiges Eis mit einer hochwertigen Brioche. Das passt dann halt auch voll zusammen. Und generell, genau, versuchen wir einfach so ein bisschen diese kleinen Läden, mit denen in irgendeiner Art zusammenzuarbeiten. Kleine Läden, die halt ein bisschen was Besondereres, was Hochwertigeres machen. Würde auch machen. Wo das Lebensmittel im Vordergrund steht und nicht der Profit an erster Stelle. Du hast ja noch Brioche. Wir können schon trennt werden in Stuttgart. Und dann ist es endlich soweit. Der Tag der Eröffnung. Und noch bevor der Laden aufmacht, stehen die Leute schon Schlange. Wir haben heute drei Brote. Einmal ein Roggen, ein Dinkel und ein Weizenbrot. Aber schön. Ja. Freue mich, dass Sie da sind. Sehr schön. Ich hätte gern von jedem von Ihren Broten eins. Das also ein Dinkel, ein Weizen und ein Roggen. So machen wir das. Die Brotik. So haben Hennes ihre Sauerteigbäckerei getauft, wird regelrecht überrannt. Sieht man zum Beispiel auch diese Gärbläschen. Für uns immer so ein Indikator, ob es alles richtig funktioniert hat oder. Genau. Sophie und Julius kommen mit dem Backen gar nicht nach. Dieser Ansturm. Warum nur? Brot gibt es doch eigentlich an jeder Ecke. Ich finde irgendwie schön, wie die das gemacht haben. Ich habe das Gefühl, da ist ganz viel Liebe so mit dabei. Und natürlich ist irgendwie auch so das Konzept mit dem Sauerteig. Und das gefällt mir irgendwie ganz gut. Ja. Die Manufaktur, also dass sie im Prinzip das selber machen, die Idee, was dahinter steht, ganz einfach, strikt, ist die Idee, sich zu fokussieren auf Brot, ohne großen Schnickschnack drumherum. Weil ich sehr gerne Roggenbrot esse. Und die meisten Brote, die man in diesen Ketten bekommt, sind für mich zumindest etwas unbekömmlich. Also wir haben schon irgendwie so in den letzten Tagen und Wochen gedacht, vielleicht wird doch mehr los sein. Deswegen haben wir jetzt auch echt relativ viel schon gebacken. Aber wenn sich das dann bewahrheitet, dann ist schon richtig schön. Und jetzt stehen halt die ganze Zeit Leute Schlange. Also das hätten wir so nicht gedacht. Nee. Schon am frühen Nachmittag ist alles ausverkauft. Aber natürlich auch gleich noch eins zum Probieren auf die Hand, glaube ich. Mission Sauerteig erfolgreich abgeschlossen. Danach sieht es zumindest nach Tag 1 der Sauerteigbäckerei aus. Alles weg. War es nur Anfängerglück? Zwei Wochen später schauen wir nochmal hin. Zum Ladenbeginn morgens um 10 stehen schon wieder die ersten Kunden Schlange.
Und das offenbar jeden Tag. So, hallo. Die Bäckerei hat sich in kürzester Zeit in der Nachbarschaft etabliert und die Abläufe funktionieren jetzt reibungslos. Nach wie vor gibt es nur 4 Sorten Sauerteigbrot. Die süße Brioche, das Dinkelbrot aus der Sorte Oberkulmer Rotkorn, das Waldstaudenroggenschrotbrot und das Weizenbrot. Anders als ursprünglich geplant gibt es auch täglich 2 süße Gebäcke. Aber auch die sind nur mit Sauerteig gelockert, nicht mit Hefe. Zum Beispiel die Kardamomknoten nach einem Rezept von Sophie. Danke dir. Die Kardamomknoten tatsächlich, die erinnern mich immer total an die Zeit in Schweden. Da habe ich so ein Erasmus-Austauschjahr gemacht. Das war das erste Mal, wo ich die gegessen habe, halt dann in Schweden und fand die mega gut. Und ich finde, das hat was total. So was bisschen Eukalyptus-mäßiges. Wir malen den Kardamom dann auch ganz frisch und dann riecht die ganze Backstube danach. Ja, das ist klar. Ja, wir haben gemerkt, dass die Leute halt immer noch was Süßes dazu kaufen würden, wenn wir was hätten. Und am Anfang haben wir es nicht geschafft, aber jetzt kriegen wir es langsam auch von der Organisation her so hin, dass es geht. Der Andrang ist jeden Tag so groß, dass die beiden mittags für 4 Stunden schließen. Um mehr Brot zu machen und um die Teige für den nächsten Tag anzusetzen. Auch am Abend gibt's noch mal frisch gebackenes Brot. Besonders das Roggensauerteigbrot braucht die volle Aufmerksamkeit der Bäckerin. Exakt 25 Stunden durfte der Roggenteig reifen, bevor er gebacken wird. Beim Roggen ist es sowieso, muss halt on point sein. Also wenn das dann reif ist, dann muss das in den Ofen, dann kann das keine 5 Minuten mehr warten. Genau, das heißt, der Roggen, der gibt einen ziemlich engen Zeitplan so an. Ich meine, beim Weizen ist es so, die können wir jetzt so über den Tag, über den Vormittag verteilt immer aus der Kühlung rauspacken. Und beim Roggen ist es wirklich so, wenn er soweit ist, dann verzeiht er gar nichts. Es müssten heute sehr schöne Brote werden, wenn wir jetzt keinen Fehler mehr machen. Für uns war es körperlich extrem anstrengend, aber wir merken auch, dass sich die Routinen, also dass wir mehr Routine haben und dass wir auch viel mehr handeln können jetzt schon so, ne? Das ist ja auch das, also Backen soll ja auch entschleunigen, ein bisschen zumindest. Es gibt diese stressigen Momente, aber es soll auch so was sein, was so fließt und wo man einfach so macht. Und das kommt jetzt langsam, finde ich. Aber die sind jetzt für die Eiswerkstatt, haben wir die gemacht, die waren übrig. Also da könnt ihr jetzt mal eine. Kurz. Dann bekommen wir schon mal. Hier. Schau dir das an, guck mal, wie schön. Ein Waldstaudenroggenschrotbrot, noch warm aus dem Ofen. Es muss nur noch schmecken. Dafür nehmen manche Kunden sogar lange Wartezeiten in Kauf. Genau eine Stunde. Wow, warum? Das muss was bedeuten. Es hieß, um 12 Uhr gibt's das. Aber. Manchmal ist der Teig eben etwas sperrig, habe ich mir erzählen lassen. Und jetzt habe ich halt gewartet. Und ich habe schon öfters hier gekauft. Zwar noch das nicht, weil es immer so wenig davon gibt. Aber Weizen habe ich schon öfters gehabt und es ist immer fantastisch. Also wir haben schon gemerkt, dass Leute wieder gutes Brot suchen und dass das schon das ist, was wieder zunimmt. Aber das war jetzt verrückt, wirklich. Also die ganzen letzten Wochen, letzten 2 Wochen jetzt, gab es keinen einzigen Augenblick, wo hier keine Schlange war. Und am Schluss war immer alles weg. Es lohnt sich absolut. Also wir haben schon 2-mal hier gekauft und die Schlange war jedes Mal super lang. Aber dann daheim haben wir gedacht, das lohnt sich wirklich. Ja, was ich super schön finde, ist, dass so viele Menschen auch wiederkommen. Dass wir jetzt schon so merken, das sind Leute, das sind ja jetzt noch nicht mal 2 Wochen. Die waren jetzt schon 4-mal hier oder so. Sind echte Brotliebhaber. Genau. Denkt man ja eigentlich, Brot ist sowas Banales. Und für uns hat es halt schon länger den Stellenwert. Aber dass ganz viele andere auch das so sehen und uns da auch die Rückmeldung geben, das fand ich jetzt echt super. Es gibt wirklich nichts Schöneres, als wenn ein Kunde sich so freut, wenn er noch warmes Brot bekommt und sich da so richtig, ja, das ist einfach einem so ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das ist richtig schön. Thank you.